Hallo meine Freunde und ich begrüße euch zu einem ganz neuen Spiel, das Gute heißt Eden Eternal. Wie wir bereits sagten, die gute Haru spielt und wir und ich nehme meine Stimme dazu auf. So, wir sind dabei, einen Charakter zu erstellen. Nein, männlich. 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 Männlich, habe ich gesagt. Männlich. Männlich. Was? Kann es auf jeden Fall nicht verwenden. Was auch immer. Ich habe es nicht gelesen. So, es ist männlich. Das ist schon mal gut. Und wir spielen einen Menschen. Das haben wir auch schon gesehen. So, die Frisur. Das fast wichtigste an einem Menschen. Finde ich. Dass ich dazu sagen muss, ich stehe nicht so auf lange Haare, jedenfalls bei Männern nicht. Die gute Ruhe aber schon. Also sie macht das mit ihrem Charakter und dann werden wir meinen Charakter machen. Nach meinen Wünschen, nach meinen. Das sieht gut aus. Das würde ich zum Beispiel nehmen. Aber nein, die gute Ruhe mag lange Haare, wie ich bereits sagte. So, wenn die aber schon... Nein, ja, nein, nein. Okay, geht auch noch. Ja, ja, nein. Oh, ist okay. Das geht. Sieht aus wie ein Sephiroth-Verschnitt. Ah, naja. Ihr Charakter. Ne, meine Freunde? Und er ist männlich, das ist schon mal gut. Also ein Weibchen hätte ich nicht vertragen. Das wäre ganz schlimm gewesen. Oh ja, die grünen Augen sahen cool aus. Diese so... Dieser Wow-Effekt. Genau, das ist gut. Diese Augen springen dich dann gleich an. Die sagen dir, guten Morgen und so. Ich möchte dich aufessen. Okay, das sagen sie vielleicht jetzt nicht, aber... Ne? Ihr wisst, was ich meine. Nee. Diese Frisur da oben ist cool. Diese Locke, die so... Jetzt sieht er aus wie ein... So ein Bandit oder so ein Strichelsmann. Sagt er, ein Stricher ist er nicht. Ein Samurai. Oh, was es nicht alles gibt hier, ey. Das sieht cool aus. Sieht aus wie ein Mädchen, aber das sieht auch cool aus. Also, wenn ich ein Mädchen wäre, würde ich das anziehen. Das sieht so. Ah, ich hab schon mal wieder, dass die Farben dich so anleuchten, sie sich gleich auffressen. Ja, ne? Ich hab noch nicht gesagt, aber das frisst einen auf. Ja. Ein bisschen knappe Shorts, aber es gibt ja auch Männer, die... Nee. Er sieht aus wie ein... als würde gleich jemanden abstechen wollen. Ach, ich sehe, die gute Haru guckt gerade mal so nach, was er so kann, so toll ist und so. Er ist ein Krieger, ein Magier, ist was anderes gewesen. Sag mal, gibt es jetzt diesen König oder so? Keine Ahnung, was mit Flügeln, gibt es den auch? Das ist ein Engel, ne? Ich weiß, schon gut. Er ist ein Krieger und hat irgendeine Eigenschaft, habe ich jetzt nicht mitgekriegt. So, wir alle kennen die Geschichte. Aus verschiedenen Gründen stachen die... Hallo? Lest euch das durch, ich bin zu langsam dazu. Nach einiger Zeit war Geschichte nichts weiter als ein Mythos. Auf einen kleinen Riesenklon schütterten die zerbrechliche Gemeinschaft und Konflikte in Schatten. Hallo? Kriege brachen großes Leid mit sich. Das Land, das einst Zufluchtsort der Hoffnung war, wurde verdorben durch Trauer und Schmerz. Warum lassen sich dafür Zeit und dafür anderen nicht? Wollt ihr mich rollen? Eine Gruppe Menschen tat sich hervor. Sie waren stark, weise, wissbegierig und rein Herzens. Weißbegierig. Ihre Seelen waren erfüllt mit Magie und sie nahmen es zur Aufgabe, das böse Land zu vernichten wahrscheinlich. War wieder zu langsam. Vorher starben diese Krieger. Ihre Ursprünge waren unbekannt, aber es gab Gerüchte. Uralte Schriften sagten ihre Ankunft vor sogenannten Ewigkeiten voraus. Der Legende nach war es die Aufgabe dieser Krieger, alle Rassen zu vereinen und sich zu freuen. Es war ein Dienenland, der idyllischen Minenstadt der, keine Ahnung. Tief in einem Berg entdeckten die dortigen Mitarbeiter einen riesigen blauen Kristall. Da ist ein Weib drinne. Juhu! Zu diesem Zeitpunkt wurde ihnen klar, dass die alten Legenden möglicherweise doch die Wahrheit entsprachen.
Dum dum dum. So. Jetzt lassen sich dafür 3 Millionen Jahre Zeit, aber für den Text, damit man jeder mitkommt. Level 1, das erwacht mit einem eigenartigen Gefühl, gehst du aus dem Haus. Du hast keine Ahnung, warum du dort warst, geschweige denn, wie du selbst überhaupt bist. Vielleicht können andere Menschen daheim Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Frage die Frau vor dir. Ja, frag mal. Wo bin ich? Ob ich mit diesen Fans? Fans? Was für Fans? Wir haben keine Fans. Hallo, wir haben gerade angefangen. Wer ist der, benutzen wir? Dieses Dorf lebt vom Bergbau, das ist ganz... Mann! Hallo, gibt's doch was für Einsteiger? Genau, so sehen wir aus. Haru hat mich gefragt, ob wir mich mal in der Ego-Perspektive oder spielen oder so. Also ich finde ja beides cool. So, die Welt sieht schön aus. Schön bunt. So, auf geht's jetzt mal. Ja, ja, auf zu der Frau. Hallo. Hallo. Na, das wird aber auch Zeit. Annie ist ja aufgewacht. Ich dachte schon, bei Miete verlangen zu müssen. Ey, glaub nicht, das Weib, ey. Solange wie in meinem Haus geschlafen hat. Hallo! Mann, lest es euch selber durch. So schnell kann ich nicht lesen. Nun, dann ist ja. Andreas Hausen und mein Name ist Cynthia. Also, Cynthia sieht es aber nicht aus. Ihr durftet gerade bei... Was? Ihr durftet gratis bei mir im Haus schlafen, möchte ich anmerken. Ein kleines Lächeln. Pff. Euren Namen wisst ihr aber noch, oder? Bis ihr feststellt... Leckt mich doch. Lest es euch selber durch. So schnell kann ich nicht lesen. Ich muss aber ganz schon sagen, dass die Frau schon beleibt ist, wa? Ich werde nicht sagen gegen Dicke, aber... Ne? Ich habe jetzt nicht mitgekriegt, was wir machen müssen. Aber wir müssen wahrscheinlich etwas die Gegend erkunden. Ja, es ist ein traumhafter Tag. Wunderschöner Sonneneinfall. Bestimmt um die 20 Grad oder so. Oder bei bis zu 25. Wir sind Level 1. Und es wird dunkel. Ging aber schnell. Mann, geht das schnell hier. Wir haben uns gerade mal 3 Schritte bewegt. Es ist schon dunkel. Das ist faszinierend. Aha. Wir rüsten jetzt unsere Gegenstände aus. Lege ich das hin und das dahin, das kommt weg, alles weg. Alles weg hier. Alles unbrauchbar. Nochmal liegen. Ah, ein Vogel und ist da weg. Das ist alles so smiles. Das ist eine Kiste. Eine Kiste. Kann man die aufmachen? Das ist ein alter Mann. Ich will mit der Kiste reden und mit dem alten Typi. Mach leiter und lauser und ja, mach ich auch immer. Letztes hat einige merkwürdige Dinge im Dorf geschehen, aber ich glaube, dass alles wunderbar ist wahrscheinlich. Ich will nicht mehr lesen. Ich komme eh nicht hinterher. Nee. Das müssen wir nochmal abgleichen hier, ne? Ich muss ja als Leser auch hinterherkommen, ne? Weil ich schon mal gesagt haben. Ne? So. Ja, der Himmel sieht schön aus. Ab jedes. Genau, das ist auch ein Fragezeichen. Hallo! Keine Ahnung. Let's Dance oder so. Nein, heißt Let's. Let's oder Let's? Keine Ahnung. Ja. Wunderbar. Ihr seid wach. Wie großartig. Yippie, jetzt kann ich mit dir spielen. Der blaue Kristall macht mich auch neugierig. Nee, hat mich neugierig gemacht. Achso. Also durchforste ich alle Bücher nach Antworten. Im Moment muss ich aber mit dem Schwall giftiger Pilzsolide befassen, der aus dem Kalkstangenberg kommt. Oh mein Gott! Sie greifen zwar die Menschen nicht direkt an,
Verströmen aber ein giftiges Gas. Wie können sie bloß? Sind wie Lehrer. Die machen auch immer so giftige Gase. Okay, Lehrer sind giftige Gase, aber okay. Wir haben alles verstanden, deswegen nicken wir mal eine Runde. So. Mal hier ein bisschen Action machen. Genau. Mal ein bisschen die Gegend erforschen, mal ein bisschen Randale machen. Obwohl die Ego-Perspektive macht mich ein bisschen schaurig. Das ist ein Tunnel. Das sind Menschen. Oh mein Gott, Menschen! Wir sind Pilze! Diese bösen Pilze, die alles verseuchen und so. Wie können sie auch nur es wagen, diese Gegend zu verseuchen? Jetzt nicht! Ich glaube, Haru wird angeskypt. Haru, du wirst angeskypt! Du musst angehen! Du musst rangehen! So, siehst du? Jetzt hat sie, dass sie merkt, dass sie mal erreichbar ist und so. Jetzt hat sie es ausgemacht. Hat sie untermacht. Kriegt Bienchen dafür. So. Let's rock hier. Angreifen. Fertig machen. So, ab hier. Geh tot. Du komisches Mushroom, du. Besiege, fliegen. Fliegen, Pilz. So, haben wir besiegt. Ab jedes. So, du kriegst auch an die Fresse. Du hast so komische Pickel auf dem Kopf. Das ist ja eklig. Sag mal, kann man die ausdrücken? Sieht bestimmt besser aus. Obwohl, Fliegenpilze sind so hässlich. Liegt ja eigentlich Pilze? Ich denke, Haru mag keine Pilze. Weil sie greift ja Pilze an, ne? Alles, was man angreift, das mag man nicht. Okay, eigentlich müsste ich dann auch Lehrer angreifen, aber das darf ich nicht. Das ist der Unterschied. Übrigens ist das, was wir ja gerade sehen, das ist ein Online-Spiel. Das heißt, liebe Leute, das könnt ihr euch runterladen. Das dauert, also so ein Spiel runterzuladen, dauert 1 bis 2 Stunden. Wenn man einen guten PC hat, dauert das nur eine halbe Stunde. Aber sagen wir mal, ihr habt so einen Laptop wie ich, dann dauert das 1 Stunde oder 45 Minuten. Und dann könnt ihr euch da anmelden und dann könnt ihr loslegen. Zacken! Ne? So wie ihr das auch gerade seht. So was macht man ja Schönes. Tanzen! Tanzen ist eine gute Idee. Und nochmal tanzen. Ne? Worum ist alles tanzen? 2-mal tanzen? Hä? Und lachen. Lachen nicht vergessen. Und zeigen. Zeigen ist auch gut. So! Was geht denn ab hier? Danke, danke ist auch gut. So, haben wir die ganzen Emotionen mal jetzt zurechtlegen. So, haben wir Emotionen zurechtgelegt. Können wir uns auch hinsetzen? Hinsetzen ist auch immer gut. Können wir uns hinsetzen? 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 Ich habe hinsetzen nicht gesehen. Kann er sich nicht hinsetzen? Kann er nicht pennen oder so? Der arme Sau hier. Der muss immer stehen. Nee, nee, nee. Das erinnert mich an... Ja, es ist jetzt... Ja... Gehört zwar nicht direkt dazu, aber es erinnert mich stark an Resident Evil 4, weil das ist ja mit Leon, ne? Und es gibt eine Szene im Spiel, wo Leon sich etwas, ja, geil hinsetzt auf diesen epischen Thron. Und dann denkt man sich so, ja Leon, das hast du dir verdient. Na, Leon darf sich aber nur 2 Sekunden hinsetzen. Schon gemein irgendwie. So, ja, extra nicken hier und so, dass wir alles verstanden haben. Das haben wir alles super gerne gemacht, ne? Damit du Bescheid weißt. So. Ich lese das nicht mehr, ich komme eh nicht hinterher. Ob ich das jetzt lese oder nicht in der Fenster kreise. Ich verstehe es nicht. So, Höhlenpyrozin, Bericht erstellen und keine Ahnung. Das Erwachen. Erwachen ist immer gut. Aufwachen, so. Seid ihr eigentlich Morgenmuffel oder so? Ich bin eine. Ich kann diese Menschen, ich hab die gleich am frühen Morgen so am besten so neben mir liegen und dann sich dann so anlächeln und dann. Na! Oh, um Gottes Willen, dann krieg ich ja. Nee, gar nicht. Außerdem brauche ich beide 5 Minuten am Morgen oder so. Am besten eine halbe Stunde.
Dann bin ich wach, dann bin ich ansprechbar und jeder kann mit mir reden. Vielleicht, wenn er mutig ist, dann kann er mit mir reden. Wenn er Lust hat dazu, wie auch immer. So, was machen wir denn jetzt hier? Was sind wir sicher? Was machen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Ach, wir verändern unsere Sachen. Oh yeah. Oder? Ja. Ne? Machen wir doch. Ne? Ja? Sieht ein bisschen schwul aus, aber ist okay. Was sie macht oder nicht? Wir können die Farben mixen. Oh, wie geil ist das denn? Ey, den würde ich ein Rot verpassen, dass alles glänzt hier. Ja, okay, ja, Rot steht eher auf hellblau. Ist okay. Kann ich verstehen. So. Ab jedes hier, ne? Es ist immer noch dunkel. Es ist unglaublich, ey, wie schnell die Zeit vergeht. Es wird schon wieder Tag. Was ist los hier? Das ist eine Fackel. Mhm. Es wird Tag. Ich hab's gesehen. Was steht da, Vogel? Was ist das? Rechts. Genau. Was denn das? Aha, Rahu ist ganz todesmutig und geht da rein. Ey, das ist ein Typ, der sieht gut aus. Reden wir mal mit dem. Mit dem reden! Ja, mit dem da! Wo ist denn sie? Ne, ist naja. Ey, Rahu weiß ja genau, was hier abgeht, ey. Ich hab hier keinen Plan! Okay! Vielleicht soll ich jetzt auch mal spielen. Das sieht irgendwie lustig aus. Ich glaube, ich zieh's mir auch runter. Das einzige Schlimme an Rollenspielen, nicht an Rollenspielen, an MMO RPGs ist einfach, ganz einfach, dass sie, dass man unglaublich süchtig danach wird. Und wenn du dann süchtig bist und dann denkst du irgendwann, wozu mache ich das eigentlich? Und wenn du dir diese Frage stellst, dann hast du keinen Bock mehr. Weil das ist dieses Phänomen an diesen Online-Rollenspielen, wenn hast du. Du machst es die ganze Zeit und du freust dich dann mit anzusehen und dann irgendwann nach einem Monat oder so geht's so auf den Sack und hast du kannst es nicht mehr sehen und dann ist es weg. Aber davon wollen wir jetzt ja gar nicht mal aussehen, ne? Weil es ist ja... Ich find's gut. Na, Entschuldigung Leute, ich bin schon so lange wach. Das Erwachen. Erwachen und so, ne? Erwachen mal hier mal. Ich muss ja mal sagen, mit deiner komischen Ausstattung siehst du aus, als wenn du so einen Reiter darstellen würdest oder so. So siehst du aus, Jungchen. Bericht erhalten an, begrabt bei wie heißt der? Luti? Oder Lufti? Heißt du Lufti? Konnte ich nicht so genau erkennen, was das da darstellen soll. Ich nenne dich jetzt einfach Lufti. Der Lufti? Lufti. Lufti ist gut. Lufti aus Sigurd of Mana. Du bist Lufti. Du hast eine komische Fliege auf dem Kopf, mein Freund. Oh, naja, musst du ja wissen, nicht ich, ne? Haru macht das mit Absicht, dass sie immer so nickt, wenn sie irgendwas verstanden hat und so. Finde ich gut. Mach ich auch immer. Obwohl es nicht immer gut ist, aber trotzdem mache ich das. So, was machen wir denn jetzt hier, ne? Mal gucken. So, jetzt hat es irgendwas aus... Boah! Was denn los hier? Jetzt haben wir es mal einen 3-Meter-Hammer. Jetzt geht aber die Bude ab hier. Ach du Scheiße, was ist denn das da? Ist das ein Endboss? Ich sehe nichts, ich sehe nur Geräusche. Oh mein Gott, ja, mach ihn fertig. Mach ihn platt. Tut der uns weh? Ja, ein bisschen. Naja, geht. So. David gegen Goliath. Ab geht es hier. Naja, der Goliath hat auch nicht keine Chance gegen uns. Das war ja mal ein Witz, wa? Na, das war ja wohl ein Witz. Ja, da kann es ja irgendwie nicht, ne? Witzfigur hier. Der war ja mal lachhaft. Eigentlich ist es aus Rollenspielen, dass es immer so irre scheiße schwer ist, diesen ersten Gegner zu besiegen. Weil du machst alles und tust alles und dann kommt irgendwann so ein Endgegner und er brettet dich voll gegen die Wand. Normalerweise, ne? Also es ist nicht immer so. Ich habe nur gesagt, dass ich es so kenne. So, wir haben auch den ersten Part geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen, meine Freunde. Und ich, ja, gebt mir Feedback.
Und ich hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Wenn es wieder heißt, In Eternal. Mit mir und Taru spielt, ne? Bis dahin. Oder auch nicht. Ich bin noch ein bisschen da. Das waren meine letzten Worte erstmal, ne? Ist schon mal logisch. So, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen mit dem hier. Let's rock. Verfügbare Questbelohnung. Kriegen wir schon wieder so eine Farbe? Super cool. Ich mag das. Also, Klamotten irgendwie.